Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir küren jetzt in regelmäßigen Abständen den Held und den Endgegner. Deutschland. Das heißt, aus allen möglichen Richtungen, das ist egal, ob es jetzt Politik, Wirtschaft, Bildung, Gastronomie etc. da, die können von überall kommen. Genau. Jens macht den Helden des Monats. Ich mach diesmal den Helden und Rico macht den Endgegner und dann tauschen wir das nächste Mal. Genau. Mal gucken, wenn es gut ankommt, dann machen wir das öfter als einmal im Monat. Ja, wir werden mal gucken. An Helden mangelt es immer so ein bisschen, ne? Genau, das ist ja nicht so leicht. 2-3 mit Mühe und Not vom Monat März habe ich jetzt rausgefunden. Ja, jetzt kommen wir zu unseren Helden des Monats März. Andreas Schöfbeck. Man muss mit Erschrecken feststellen, dass die Impfnebenwirkungen natürlich um ein Vielfaches höher sind, als offen kommuniziert wird. Und das hat er natürlich ans Paul-Ehrlich-Institut weitergeleitet. Genau. Mit einer sofortigen oder mit einer schnellen Bearbeitung und dahingehend dennoch Antwort. Dann hat natürlich der Verwaltungsrat der BKK Pro Vita beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung vom bisherigen Vorstand Andreas Schöfbeck zu trennen. Genau, die haben ihn da rausgeschmissen. Und das geht natürlich gar nicht. Einfach aufgedeckt, dass die Impfnebenwirkungen 10-mal so hoch sind. Also die Anzahl ist einfach 10-mal so hoch. 10-mal dahingestellt, ob die nun schwerwiegend sind oder nicht. Weil die sind halt einfach da. Und das muss halt jetzt nochmal öffentlich kommuniziert werden, wie sich das gehört. Yes! Irre. Den Artikel gibt es auch hier in der Beschreibung. Ja, ist schon unglaublich, ne? Es wird kommuniziert, dass sie natürlich dabei sind und sie wollen unbedingt gucken und das erforschen, das Virus und alles. Und im Gegenzug macht es dann wirklich mal einer, das ist aber dann nicht gewollt und dann ohne Begründung wird er dann einfach gekündigt. Also das ist schon natürlich gesetzeswidrig und ich hoffe, dass er sich da wehrt und dass er dann auch mal recht bekommt. Ne? Yeah, baby! Vielleicht habt ihr auch eine Idee, welches Augen auf wen wir dann eher so mal gucken sollen für den nächsten Monat. Genau. Schauen wir mal. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Gesunde Kritik ist natürlich immer vom Vorteil. Ne? Ansonsten würde ich sagen, werden wir uns mit diesem Thema dann nächsten Monat wiedersehen. Ja, genau. Ich würde sagen, mach's gut. Bis demnächst. Haut rein. Bis demnächst.